Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin wieder live auf Twitch und wir spielen heute Episode 1. Endlich der Multiplayer Community Challenge. Heute stellt sich heraus, für was sich Olli entschieden hat. Für die Liebe oder für die Freundschaft? Und wie es Sunny jetzt ergeht. Deswegen würde ich sagen, wir schnacken gar nicht lange rum, sondern starten direkt rein. Let's go! Liebes Tagebuch, ich weiß nicht mal, wie ich das alles in Worte fassen soll. Mein Leben, das ich für so perfekt gehalten habe, ist in nur einem Moment auseinandergebrochen. Gestern Morgen, als ich mich noch in der Waldhütte mit Dustin befand, hätte ich nie gedacht, dass ich am nächsten Tag am Boden zerstört sein würde. Es ist seltsam, wie schnell sich alles ändern kann. Es begann damit, dass Dustin sein Handy liegen ließ, als er duschen ging. Ich weiß, es war falsch. Aber ich konnte nicht widerstehen und ich habe den WhatsApp-Chat der Highschool-Basketballmannschaft gesehen. Und was ich dort las, hat mein Herz in 1000 Stücke zerrissen. Dustin und seine Teamkollegen haben darüber gesprochen, dass er mich endlich flachlegen soll. Aber das Schlimmste war, dass mein bester Freund Olli daran beteiligt war. Er wusste von allem, war sogar Teil des Chats und hat mir nichts gesagt. Wie konnte er mir nur das antun? Er hätte alles verhindern können. Ich war am Boden zerstört. Ich konnte nicht einmal klar denken. Ich habe sofort meinen Vater angerufen und er hat mich aus dieser romantischen Hütte geholt. Dustin traute sich nicht mal aus dem Haus. Aber um ehrlich zu sagen, ist mir das wirklich egal. Jetzt bin ich vorübergehend zu meinen Eltern gezogen. Es fühlt sich an, als wäre ich in einem Albtraum gefangen. Und ich kann einfach nicht aufwachen. Ich fühle mich so leer und verlassen. Es ist, als hätte jemand einen Teil von mir herausgerissen und ihn einfach weggeworfen. Und damit herzlich willkommen zu Episode 1 der Multiplayer Community Challenge. Ihr seht, es ist für Sunny leider nicht so ausgegangen, wie wir uns erhofft haben. Dustin hat seine A-Aktion komplett durchgezogen und hat sie in eine romantische Waldhütte gebracht und ein wunderschönes Wochenende für ihn und Sunny organisiert. Wenn wir uns zurückerinnern, er hat ihr sogar einen Heiratsantrag gemacht und sie dachte, wow, sie findet die Liebe ihres Lebens direkt in der Highschool. Dustin ist der, den sie heiraten wird und alles ist toll. Ihr kanntet Sunny, bevor das alles passiert ist. Sie war ein sonniger Mensch, sie war fröhlich, sie war positiv, sie hat immer das Tollste aus den Situationen herausgenommen und ihr Glas war immer halb voll und nie halb leer. Und ja, Olli war feige. Olli hat weder seiner Freundin noch Sunny davon erzählt. Er hat Sunny einfach ins offene Messer laufen lassen, er wusste davon, er war in dieser WhatsApp-Gruppe. Er hat gelesen, wie sich die Jungs darüber das Maul zerrissen haben, dass Dustin ja jetzt endlich mal mit ihr dahin fahren soll und er endlich mal hinne machen soll. Und er hat sie komplett im Stich gelassen. Und in dem Moment hat Sunny nicht nur ihren Partner verloren und ist absolut enttäuscht worden. Nein, sie wurde sogar noch von ihrem langjährigen und besten Freund Olli im Stich gelassen. Und so starten wir jetzt in die Challenge. Unsere liebe Sunny ist nicht mehr die Sunny, die sie einmal war. Sunny ist auch nicht mehr fröhlich und auch nicht mehr sonnig. Nein, wir haben jetzt unsere Sunny, die melancholisch geworden ist und freudlos. Sie sieht die Sachen nicht mehr positiv, sondern sie hinterfragt alles. Sie hat das Vertrauen in ihre engsten Personen verloren und hat den Schutz bei ihrer Familie gesucht. Und genau dort ist sie jetzt wieder hingegangen, in ihr damaliges Kinderzimmer und versucht jetzt dort ein bisschen klarzukommen. Die Schule hat sie ja vorzeitig abgeschlossen. Also wir haben ja die Highschool abgeschlossen. Sie geht ja jetzt nicht mehr zur Highschool. Das bedeutet, es ist bald an der Zeit, sich einen Uniplatz zu suchen und auszuziehen. Und ihr könnt euch noch dran erinnern, wir haben im Oktober eine Shell gebaut, einen Lost Place, eine schöne, ranzige Hütte sozusagen. Und das ist Sunnys Ziel.
Sie hat sich schon im Internet erkundigt und ihrer Mutter dann Bescheid gegeben, denn Eleonora ist ja Immobilienmaklerin und hat gesagt, Mama, pass auf, ich möchte ausziehen, ich möchte es alles irgendwie alleine schaffen. Ich will dieses alte Haus, es kostet nicht viel, aber es sieht mega aus und ich mache daraus das Schönste, was ich mir vorstellen kann. Und ja, an diesem Punkt sind wir jetzt gerade. Aber als erstes braucht Sunny ein bisschen seelischen Beistand. Also, dass das denn ein A ist, war, wissen wir alle, aber Olli ist so enttäuschend. Sunny, wir sind für dich da, auch wenn du das nicht weißt. Olli mindestens genauso schlimm wie das denn. Jetzt ist ihr Glas nicht mal halb leer, sondern zerschmettert. Ja. Also es ist kein Happy End geworden für Sunny. Wenn ihr die Vorgeschichte gerne wissen möchtet, was war genau mit Olli, was war mit Dustin, wer ist Sunny, wie ist alles entstanden, guckt gerne die ersten beiden Trailer an. Dann seid ihr komplett informiert und kennt auch Sunnys Familie und die ganzen Hintergründe. Genau, was wir jetzt auf jeden Fall noch ändern müssen, das habe ich nämlich noch nicht. Das müssen wir auf minus 100 ändern und das müssen wir auf minus 100 ändern. Und das müssen wir leider auch bei Olli tun. Ja, nicht hier sein. Olli. Ach, guck mal, er hat sogar noch sein altes Outfit. Das müssen wir sogar noch ändern. So sieht er ja gar nicht mehr aus. Aber ist egal, den wollen wir jetzt sowieso erstmal nicht sehen. Ich bin so hyped, dass es endlich losgeht. Und man weiß dann auch, warum der ganze Chat weint. Ja. Also unsere arme Sunny hat einiges durchgemacht. Sie hat sich sozusagen das denn hergegeben, weil sie dachte, er liebt sie. Und wie er im Trailer so schön gesagt hat, ja, Sunny ist ja so naiv, die denkt sogar, ich will sie heiraten. Und genau an diesem Punkt stehen wir gerade. Das ist meine Lieblingschallenge. Oh. Jetzt kann ich euch auch endlich sagen, was für eine Challenge wir nebenbei spielen. Also nicht nur die Multiplayer-Community-Challenge für euch, sondern ich habe auch eine Challenge für mich. Und das ist die Joy of Life Challenge. Die spielen wir mit Sunny. Und das Erste, was wir eben machen müssen, ist eine eigene Bäckerei zu gründen und an Feiertagen dann entsprechend auch zu backen und so. Und ihr wisst ja, dass Sunnys Oma, unsere Moni, eine Bäckerin war und eine Bäckerei damals gehabt hat und auch sehr gut backen kann. Und Sunny hat ja in der letzten Zeit bei ihrer Oma gewohnt. Wer sich erinnern kann, wir haben das Küchenpack damals bei Moni und mit Sunny getestet und Sunny hat da so ein bisschen ihre Leidenschaft gefunden, abgesehen vom Reiten, und möchte jetzt Omas Traum wahr werden lassen und eine eigene Bäckerei eröffnen. Ganz genau. Das ist jetzt der Plan. Für euch ist es die Multiplayer Community Challenge, für mich ist es die Joy of Life Challenge und diese wunderbare Bäckerei werden wir dann auch in unserem Lost Place House versuchen aufzubauen. So, und ihr seht auch, wenn wir die Hose entfernen, unsere Sunny ist traurig, sie ist verweint, verheult, ihr geht's gar nicht gut und sie hat einfach absolut das Vertrauen verloren. Wer natürlich die ganze Zeit bereit war und wusste, wenn irgendwas ist, fährt er dahin. Und der Papa wusste auch natürlich ganz genau, wo Sunny ist. Ihr kennt ja Sascha. Sascha hat ja hier überall Kameras installiert, ne? Das ganze Haus ist bewacht. Und das denn ist an dem Tag, als sie in die tolle romantische Waldhütte gehen wollten, beziehungsweise kurz davor, hochgeklettert zu Sunny ins Zimmer und hat sie gefragt, ob sie nicht mit ihm ein wunderbares Wochenende verbringen möchte. Und Sascha hat es natürlich alles mitbekommen. Und Dustin dachte, ich kletter durchs Fenster und klingel nicht an der Tür, damit es dein Vater nicht mitkriegt. Aber so war ja dem nicht. Und ja, Sascha und Leonardo haben ja da so
Geschäfte am Laufen. Ne? Na, gar nicht mehr. Wir wissen ja auch offiziell noch nicht mehr. Und ja, Dustin muss sich jetzt auf was gefasst. Die Joy of Life ist super. Mich haben nur die vielen Generationen abgeschreckt. Es wird so sein, wir werden die Joy of Life starten. Und wenn wir irgendwann sagen, uns gefällt es nicht mehr oder wie auch immer, dann spielen wir die Generation zu Ende und dann machen wir einfach einen Cut. Ganz einfach. Und deswegen ist es ganz schön mit den Generationen. Sunny ist jetzt Generation 1 und wird unsere Bäckerin werden. Ja, wie im wahren Leben. Die Papas halt, ne? Ist so. Ja, dann haben wir natürlich Mercy, die hier rumläuft. Die ist zusammen mit Marco. Das ist natürlich auch etwas problematisch, weil Marco ist ja der große Bruder von Olli. Und ja, alles bisschen schwierig. Dann haben wir die kleine Schwester Luna. Luna ist mittlerweile ein Teenager. Die bräuchte eigentlich noch ein Umstyling, die Mausi. Die sieht ein bisschen wild aus. Ich glaube, die hat nur ein Alltagsoutfit tatsächlich. Oh. Freunde werden mit Olli. Okay. Naja. Ja, sie hat nur ein Alltagsoutfit. Alles andere ist noch nicht vom Umstyling betroffen. Dann haben wir natürlich Sunny, ihr kennt sie. Und die kleinste im Bunde ist Stella. Stella, die kleine Schwester von Sunny. Die kleinste Schwester von allen sozusagen. Es sind ja drei Töchter. Sunny, Stella und Luna. Und Mercy ist ja von der vorherigen Ehe mit Sascha. Da ist auch eine ganz wilde Background-Story. Schaut euch einfach die Trailers an. Schaut sie euch an, da seid ihr dann informiert. Denn sonst sprengt einfach den Rahmen. So eine süße Maus. Es lädt 30 Minuten, sonst passiert nichts. Oh no. Die Challenge kenne ich gar nicht. Die ist toll. Die ist wirklich toll. Gefällt mir unglaublich gut. Und nach den Regeln spielen wir jetzt dann. Also ich. Ihr spielt immer noch die Multiplayer-Community. So, hier ist Rosi zum Beispiel. Ihr kennt Rosi. Rosi ist die Freundin von Olli. Ja. Es ist alles ein bisschen schwierig. Die Arme. Genau. Steht die Musik doppelt? Nee. Das Lied war einfach nur kacki. Oder? Doch, es lief doppelte Musik. Doch. So, jetzt aber. Da findet ihr noch mehr coole Challenges. Ganz genau. Kann ich die Challenge irgendwo in Deutsch lesen? Ich werde sie übersetzen. Warum und Mercy bei dem? Wie meinst du, Juicy? Bin schon so lange hyped. Endlich geht's los. Ja, auf jeden Fall die Trailer anschauen. Die sind ziemlich cool. Danke. Okay, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach ein bisschen rein und gucken, wie es so läuft, was passiert. Ja, und schauen einfach mal. Sie hat natürlich immer noch ihre besten Freunde. Sie hat, wo sind sie denn? Sie ist so gut mit so vielen befreundet. Mathilda ist ihre beste Freundin und Lumi ist natürlich ihre beste Freundin. Und dazu hat natürlich auch Olli gehört. Ja, für Lumi und Mathilda ist Olli natürlich auch komplett unten durch. Sie wollen mit ihm gar nichts mehr zu tun haben. Die sind absolut am Boden zerstört. Wie, genau, Mercys Bruder heißt Ken. Richtig. Ich finde es auch so smart von dir, dass wir damals mit Sunny als Baby angefangen haben und alle einen Background haben. Siehst du mal, ne? Ja. Genau. Also, ja, wir könnten vielleicht sagen, es ist 17.57 Uhr. Vielleicht kann ihre Mama ja was kochen. Lori, also Eleonoras Spitzname ist Lori, kann ja auch sehr gut kochen. Und vielleicht kann sie da einfach was machen, um alle ein bisschen... Ja, hier sehen wir auch die Hochzeitsfotos zum Beispiel. Da war Sunny als Baby, das ist Stella als Baby, das hier ist Oma und Opa. Ne, hier in der Schürze, Oma und Opa, Sunny und Luna, Sunny alleine,
Das sind unsere Kinderfotos hier auch. Genau. Ja, aber ich glaube, sie macht jetzt erstmal was zu essen. Ich denke, das ist ganz... Ja, Mist, die ganzen Spielzeuge sind weg, weil die ja, weil ich die neu hinstellen muss. Nee, doch, hier ist das Spielzimmer ist noch da. Wir brauchen es gar nicht mehr, voll schade. Naja. Wir machen jetzt mal was zu essen. Lori, mach mal eine Kleinigkeit zu essen oder vielleicht auch was Großes, Leckeres. Was wollen wir machen? Dinner. Mehr abseits des Netzes oder rustikales Leben hier? Nee, glaube ich nicht. Nee. Oh, wir könnten Sushi machen. Shrimp-Nookies, auch sehr cool. Wollen wir Shrimp-Nookies? Nookies? Nookies machen? Ja, komm, lass die machen. Das klingt doch. Oh, Sunny wird angerufen. Oh nein, Sunny wird angerufen. Hi, heute Abend findet ein Sportspiel statt. Lass uns das Heimteam anfeuern. Und ich kann euch sagen, Sunny wird auf gar keinen Fall irgendwas antworten. Sie legt einfach auf. Also, dass er sich erdreistet, sie anzurufen nach so einer Situation, geht einfach gar nicht. Sie wünscht sich hier noch mit ihrem Schwarm zu plaudern. Das machen wir jetzt auch weg. Das wünscht sie sich natürlich nicht mehr. Frech ist so. So ein Frechling. Ein Champion-Pferdewettbewerb gewinnen. Oh, das wollen wir. Justin Weber, der Name erinnert mich an Justin Bieber. Ja. Ja, beide heißen Justin. Tuga. Mopsy, Bumble, Pumble. Der ist übrigens mein Sim. Doch, vor allem hast du die Beziehung angepasst und ruft trotzdem an der Dulli. Ist so, ist so. Was ist das denn für eine Anmache, wenn die andere Person ein Ultra vom... Was? Da stößt die Zahnbürste am Abend auch mal ganz schnell ins Leere. Was? Was? Dass er sich traut, nochmal anzurufen. Ja, gar nicht. Jenny, Hallöchen! Oh, gut. Jetzt gibt's wenigstens was Leckeres zu essen. So, schaut mal, das können wir hinstellen. Und dann zum Essen rufen. Ach, wisst ihr was? Ich glaube. Oh Gott, schön die Arme. Kannst du mal den Tisch decken? Ungezwungen. In Gelb. Hallo? Na, wie geht's dir? Oh Gott, was ist jetzt? Alles wirkt ein bisschen schmutzig. Oh no. Naja, gut. Zum Essen rufen und einen Teller nehmen. Wir rufen Sunny, Sascha, Stella, Mercy und Luna. Super, war gerade spazieren mit dem Hund. Da ist so schönes Wetter. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Na, schön. Ja, mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Ja, bei uns ist auch so schönes Wetter. Ja, für einen hat Fans und dann noch Ultra-Fans. Und wenn er sagt, Heim anfeuern und die andere Person, aber für den Gegner. Ach so. Ach, jetzt habe ich es verstanden. Gott, oh Gott. Ja. Alles gut. Okay, kommt der Rest vielleicht noch? Ja, schön. Wir kommen. Nee. Stella hat keinen Bock. Stella, du solltest aber vielleicht, weil... Ne, ich meine, es gibt hier was zu essen und schön und so. Und Luna? Luna hat auch keinen Bock. Auch blöd. Aber dass sie sich mit Olli anfreunden will. Naja. Mit Mercy rumalbern. Süßi. Urvertrauen. Die Welt ist ein schöner Ort, voller netter Leute. Stella ist... oh Gott, nein. Stella ist froh, einige von ihnen Familie zu nennen. Oh Gottchen. Entspannung im Wasser. Ja, will Stella nicht?
Oder wurde das jetzt blockiert, weil Luna sich da hingesetzt hat? Ich finde, Stella sieht Sunny so ähnlich. Als Kind auch. Ich finde, die sehen sich sehr ähnlich. Gott, und unserem Sunny. Die ganze Zeit da und ist traurig. Oh mein Gott. Reumütig. Sich schlechter fühlen. Dieser Sim fühlt sich im Moment noch schlechter als sonst. Weil Selbstsicherheit gestiegen ist. Die wichtigste Person glaubt an mich. Sunny, sie selbst. Schön dekoriert, ziemlich leckeres Essen. Melancholische Sims haben immer ein Gefühl nachdenklicher Traurigkeit. Oh Gott. Immer mit Hundi unterwegs. Bis später. Bis dann. Vielleicht will sie auch versuchen, die Beziehung wieder zu retten und will deswegen Vertrauen von Olli. Oh, das ist eine gute Überlegung. Das ist eine sehr gute Überlegung. Sunny bekommt Umarmung. Gottchen, die Arme, oder? Also jetzt mal ganz im Ernst. Ja, ich glaube, sie geht jetzt schlafen. Lori kann mal abräumen. Weglegen. Und geht das? Kannst du? Kannst du nicht? Dann tue ich mal so. Nee, es geht. Es geht. Und Sunny kann dann einfach schlafen gehen. Am nächsten Tag ist Montag. Sie hat ja keine Schule mehr oder irgendwas. Genau. Vielleicht kann sie sich ja dann mit... Oh. Vielleicht kann sie sich ja dann mit... Mathilda und Lumi treffen. Oder sie geht am besten zu Tante Aurelia... Und kann dann da auch schlafen wieder oder einfach mal mit ihrem Pferd sich beschäftigen oder so. Ich denke, das wäre nicht schlecht. Wir müssen außerdem vor allem mal hier die Zimmer auch noch umbauen, weil wir haben aktuell noch die Kinderzimmer. Das heißt, wir sollten das vielleicht sogar mal wenigstens ein anderes Bett für Stella hier rein, damit sie auch schlafen kann. Sie liebt ja ihre Schwester, ja. Ja. Es ist einfach eine sehr schwierige Situation. Es ist schwierig. Naja. So, was geben wir ihr denn für ein Bett? Stella, Stella. Ja, das ist eigentlich nicht schlecht, oder? Auch von der Farbe. Ja, nicht. Nee, aber das finde ich eigentlich ganz cool. Oder einfach das. Geht halt auch, aber hat nicht das gleiche. Nee, das hat nicht. Nee. Könnten wir das geben. Ich denke, das ist sogar noch besser. Ja. Sehr schön. Das können wir dann verkaufen. Das braucht ja jetzt auch keiner mehr. Und das hier auch nicht. Das heißt, wir können ihr vielleicht hier einen Schreibtisch reinstellen, damit sie auch Hausaufgaben oder irgendwas erledigen kann. Genau. Und dann ist das eigentlich nicht schlecht. Wir den hier. Der zum Holz. Oh, der ist ja ganz braun. Machen wir lieber so. Gut. Da unten guckt eigentlich der... Ist vielleicht so versteckt? Ja, ja, das gehört nämlich zum Puppenhaus dazu. Nee. Müssen wir mal gucken, wie wir das ein bisschen vertuschen hier, dass der Teppich von Sunny da so rüber sneakt. Naja, wir stellen jetzt ja einfach den Stuhl hin und dann sieht man es nicht mehr. Man kennt's. Was ist hier drüben für ein Stuhl? So. Oh. Den in Gelb haben. Naja, sieht man nicht mehr. Ist gar nicht mehr da. Mhm. Weiß gar nicht, wovon ihr redet.
So, dann bekommst du noch ein kleines Tablet. Zum Arbeiten, bisschen Deko vielleicht. Aus dem neuen Pack? Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Ah, Edelsteinerkundung. Das könnten wir eigentlich schon mit Stella machen. Ich würde es ganz süß finden, wenn Stella das so ein bisschen macht, ne? Weil zu Sunny passt es halt gar nicht. Oder wenn Sunny einen Partner hat, dass wir dann mit dem Partner von Sunny das machen. Können wir das auch so ein bisschen abchecken noch, was da so abgeht. Das wäre, glaube ich, auch ganz cool. Warte mal, war doch eine Pflanze. Olli wurde doch dazu genötigt, nichts zu sagen von Dustin und seinen Leuten. Vielleicht findet sie das in einem Gespräch mit Olli raus, weil sie ihn zur Rede stellt, weil sie Sunny nicht so leiden sehen kann und erzählt das dann Sunny. Das wäre auch eine gute Idee, ja. Ich finde das krass, dass jetzt alle schon so groß sind, ja. Ja, klar, also es ging ja im Prinzip ja darum, dass Olli angedroht wurde, dass seiner Freundin Rosie gesagt wird, dass er halt nicht dieser coole, sexy Olli ist, eigentlich die, wie er sich gibt, sondern halt der nerdy, süße, einfühlsame Olli, den er einfach jahrelang war. Und Olli hat ja sein komplettes Aussehen verändert und hat ja dementsprechend auch sich selbst verstellt und was vorgespielt, damit Rosie ihn mag. Und, hä, wo ist denn jetzt diese Pflanze? Da war doch gerade eine, die sah mega cool aus. Ja, und das war halt eigentlich das Problem an dem Ganzen, dass Dustin wusste, wer Olli vorher war und dann eben gesagt hat, ja, ganz ehrlich, wenn du Sunny was erzählst, dann werden wir Rosie alles erzählen und Rosie wird dich nicht mögen, so wie du damals warst, wenn sie erfährt, was für ein Loser du warst. Und ja, nachdem Olli das natürlich glaubt, weil er, ja, sich da selbst nicht so viel zugesteht. Hat Olli dann einfach nichts gesagt. Die ist so schön, die Pflanze. Wow. Ja, und hat somit Sunny einfach komplett ins Messer laufen lassen. Olli hätte das einfach Sunnys Papa stecken sollen. Wenn Sascha sich um die Jungs gekümmert hätte, hätte sich das mit dem ich verpetz dich bei Rosie auch erledigt. Ist so. Ist so. Ich meine, Olli und, also er hätte es nicht mal Sascha sagen müssen. Er hätte seinem eigenen Vater sagen können, dass da was nicht passt oder dass er erpresst wird. Weil sein eigener Vater ist ja mit Sascha so. Wisst ihr? Also von daher, jeder ist jetzt Edelstein-Experte. Das war halt ein großer Fehler von ihm. Mhm. Aber sie findet es ja eh raus, sobald da kleine Mini-Ollis kommen. Was? Ach so! Stimmt! Stellt euch mal vor! Stellt euch mal vor! Oh, wow! Stellt euch vor, die sind zusammen und heiraten dann, kriegen Kinder und sie denkt die ganze Zeit, er sieht komplett anders aus und plötzlich haben die Kinder komplett andere Haarfarben und so. Wow. Da wäre alles erledigt gewesen. Ja, ist so. Ja, eben. Die Schokolade ist so geil. Was können wir da noch hinpacken, dass es so ein bisschen nach was aussieht? Ich glaube, ich habe den Button auch noch. Hier. Die Schurke ist so geil, Mann! Die Schurke ist so geil, Mann! Es ist halt alles so groß. Warum muss es immer so groß sein, Mann? Na komm. Und vielleicht noch ein Pflänzchen in die Ecke.
Ja, ich glaube, das dann rauszufinden ist für alle schlimmer. Mhm. Ja, ganz schwierig finde ich das. Ganz schwierig. So. So ist doch okay. Jetzt kann sie da wenigstens anständig schlafen. Und so. Und bei Luna passt es doch auch. Passt schon. Super. Jetzt mit dem Vater zu meinen Eltern. Einen schönen Tag euch noch. Dir auch, Katinka. Hab einen tollen Tag. Bin gespannt, wann meine Schurken kommen. Oh ja. Olli hat sich selbst verraten für eine Person, die es nicht wert ist. Da hast du recht. Finde ich auch. Finde ich auch. Aber vielleicht ist Rosie ja die Frau, die für ihn... Ne? Vielleicht ist es ja die Frau. Kann nur mit dem Kopf schütteln dafür, eine lange, enge Freundschaft aufs Spiel zu setzen und in Sache Liebe den Partner zu täuschen und was vorzuspielen, ist ja auch nicht gerade die beste Basis für eine ernsthafte Beziehung. Ja, Lügen kommen am Ende immer raus. Mhm. Oh, falsches Bett. So, einmal schlafen gehen, Sunny. Stella kann auch schlafen gehen. Und Luna kann auch schlafen gehen. Genauso wie Lori. Oh, Sascha müsste eigentlich arbeiten, ne? Oh, er hätte eigentlich zur Arbeit gehen müssen. Die Arbeit ist schon vorbei. Warte mal, ich glaube, wir müssen in den Optionen den eigenen Willen noch anmachen. Die bewegen sich nicht. Selbstständigkeit vollständig, ja. So, jetzt aber. Jetzt machen die auch Dinge. So, einmal schlafen gehen und schlafen gehen. War trotzdem kein Rückgrat. Der arme Junge, mir tut Olli leid. Hm. Vielleicht würde Rosie ihn ja auch lieben, wenn sie es wüsste. Man weiß es ja nicht. Ja, ja, vielleicht. Wobei sie ihn ja damals nicht angeguckt hat, ne? Als er sich noch nicht verstellt hatte, sozusagen. Hier ist wieder ein wunderschönes Hochzeitsfoto. Genauso wie hier die Kinderfotos sind. Einfach so süß. Ich lieb's. Ich liebe auch das Haus. Hallöchen, Selina! Wie geht's? Wie steht's? Was will Orly mit einer Partnerin, für die er sich komplett verändern muss? Weil sie ihn nicht so nimmt, wie er ist. Ist so. Schön, mal wieder in dem Haushalt zu sein. Ich lieb's auch sehr. Oh, oh Gott, schön. Die Süßmäuse. Oh. Mercy? Yeah. Besser als gestern, aber dennoch schlapp. Na! No. Olli hat halt durch die rosarote Brille gehandelt, ja. Leider. Leider, leider. Olli hat sich leider nicht so viele Gedanken darüber gemacht, was es für Auswirkungen hat. Ja, wer ist Hades? Ach so! Ein Babypferd. Wie kann sie denn jetzt Bekanntschaft mit Hades machen, wenn sie schläft? Wenn man nebenbei Beiträge vorbereiten, macht das. Danke für den Lurky. Genau. Im Traum begegnet. Oh, vielleicht. Vielleicht. Es ist ja sozusagen ein Baby von ihrer Stute. Kann sein, dass sie es dann deswegen so, oder dass sie daran gedacht hat. Würde Sinn machen. Oh mein Gott, warum sieht es denn hier aus? Wir haben Staubsaugroboter. Warum sieht es hier so aus? Oh nee. Pöni und Vallegro bekommen ein Fohlen. Und Sunny und Hope.
Och nee, nicht schon wieder The Babies. Es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. Hart ist der Herrscher der Unterwelt. Bekanntschaft mit Polarstern gemacht. Hä? Das ist schon strange, oder? Dass man von jemandem träumt dann und dann Bekanntschaft macht? Ich weiß ja nicht. Und es geht schon wieder los. Das kann auch wohl nicht wahr sein. Ja. Der Babywahn geht los. Ja, also wenn ihr Tiere erstellt für die Multiplayer-Community-Challenge, bitte kastriert die. Bitte kastriert die. Wir hatten so viele Babys und unsere Zeitung ist einfach nur voll mit Babys. Dass jemand Babys weggeben muss und so weiter und so fort. Deswegen, ja. Upsi, gehört zu Sims. Ja. Oh, ich vermisse Pferde. Och Gottchen. Sunny ist Pferdeliebhaberin und könnte jetzt wirklich die Zuneigung eines Pferdes gebrauchen. Es ist lange her. Och Gott. Ja gut, dann ist es 4 Uhr morgens. Schon ein bisschen sehr früh, aber sie kann jetzt einfach mal hier auf Toilette gehen. Und dann eventuell Zähne putzen und dann in den Stall fahren vielleicht. Das könnte doch eigentlich was Gutes sein. Ich selbst Zuspruch üben. Oh, Janine, Arthur, Löchen, wie geht's? Babys oder Welpen und Kätzchen? Welpen, Kätzchen, Pferde, also ja, alle Tiere. Sozusagen. Hallöchen, Arthur! Seneca. Jetzt gibt es sich ein bisschen Zuspruch. Und dann fahren wir in den Stall. Sehr schön. Ach nee, was ist hier los? Wir müssen es aber nicht reparieren, ne? Hier wird ersetzt einfach und aufgewischt. Aber hat sie den ja, hier wird alles sauber gemacht. Perfekt. Ach du Heiliger, wieso sieht es hier so aus? Oh, die schlafen hier immer noch ganz süß mit, nicht miteinander, nebeneinander. Wichtig. Ersetzen. Wieso können wir den Müll nicht leeren? Du brauchst eine Mülltonne, um dies zu beseitigen. Wir haben doch eine Mülltonne, das ist eine Lüge. Wir haben doch eine, hier. Wir sind im gleichen Raum. Ach du Heiliger. Hey, aber guck mal. Wegwerfen, es geht. Sie wirft ja was weg. Wieso sieht es hier so aus? Naja, gut, also wir packen unsere Sachen. Und fahren auf jeden Fall mal in den Stall, würde ich sagen. Und vielleicht kann sie ja dann auch ein Turnier oder so machen. Genau. Ja, nachdem, wo sich meine Sims im Haus befinden, die Mülltonne bei mir nie erkannt. Treppenhaus zum Beispiel. Ach, oder wegen Plattformen. Ah. Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht leiser gestellt. Du. Hab ich nicht. Haben Sie denn auch Handstaubsauger? Die Roboter fahren doch keine Stufen drauf. Der kann außen rumfahren. Glückwunsch zum neuen Job, Süßies. In Chestnut Ridge auf unserer Ranch wohnt Aurelia Gray. Mathilda ist schon da. Bist du Gold- oder Silberträgerin? Ich trage Gold. Oder hauptsächlich eigentlich Roségold. Tatsächlich. Also mein Ring ist auch Roségold. Meine Ohrringe sind Roségold. Also eigentlich Roségold. Ja. Nee, und Handstaubsauger haben die eigentlich nie. Also ich vergebe nie Handstaubsauger.
Hätte ich vielleicht mal tun sollen. Rosigold ist auch schön. Ja, ich mag es sehr gerne. Das ist schön. So, jetzt hoffen wir mal, dass alles klappt und wir da gut hinkommen. Meine Sims bekommen auch immer nur den Staubrobo, ja? Ich habe halt den Staubroboter davor nie so aktiv genutzt, tatsächlich. Also, weil ich immer fand, der hat mich richtig sauber gemacht. Guck mal, wer direkt da ist. Ihr Pferdchen. Emotionale Unterstützung suchen. Oh Gott. Oh. Funktioniert das jetzt auch? Wenn dann auf jeden Fall auch mal Stalltratsch erfahren. Und aus der Hand füttern. Was haben wir denn einstecken überhaupt? Oh, Präriegras sogar noch ganz viel. Umarmen. Pferdies! Simpson hat eine gute Schnauze, um sich daran auszuheulen. Was? Sunny fühlt sich jetzt besser. Oh, schön. Lieber! Bin kurz an den PC gegangen, um zu teilen. Vielen Dank für 5 Streams in Folge, Theresa. Liebe an dich. Oh, guck mal. Fifi! Unser krasser Hofhund. Oh mein Gott. Sich besser fühlen. Dieser Sim geht, diesem Sim geht es im Moment besser. Ach, schön. Oh. Vielleicht sollte sie eine Runde ausreiten gehen mit ihr. Das wäre, glaube ich, ganz schön. Dankeschön. Wir müssen aber auf jeden Fall das Outfit wechseln, weil so kann man nicht ausreiten. Das ist, nee. Nö. So. Auf geht's. Einfach keine Steigbügel. Einfach weg. Auch schön. Habe ich nicht aus. Ach so. Einen intensiven Ritt aufbrechen. Los geht's. No! Steig doch nicht ab! Meinem Sim. Schön. Yay. Ach, schön. Lieb's immer wieder. Oh, wer ist das? Ah. Oh, Elias Konrad. Ein Sim von euch. Er ist im Architektenbüro und bei den Schlemmermäulern. Ihr könnt übrigens Gruppen bilden und so. Alles über den Discord. Aktiv bei der Challenge mitmachen, ein Haus mieten, Sims erstellen und eure Sims dann auch steuern und mit ins Spiel einbringen. Ausrufezeichen MCC, um die ganzen Infos zu bekommen. Und sobald wir das Spiel, also die Challenge streamen, gibt es immer wieder dazwischen mal Streams, wo ihr ja, Sims einziehen lassen könnt. Genau. Ach so, meint er eigentlich das Auf- und Absteigen. Ach so. Das hier ist der Hof von Sunny, wo sie davor gelebt hat mit, also wo sie eigentlich lebt bei ihrer Tante. Und hier oben ist unser Lama, hier oben ist unser, ist der, ja, deren Rückzugsort gewesen, als Freunde sozusagen. Und da waren sie halt immer zu viert. Einbruchstab.
Wir brechen jetzt einfach mal bei der Tante ein. Wir brechen einfach mal ein. Es ist, ja. Nee, wir gehen da jetzt mal hin. Und dann füttern wir auch mal die armen Hühnerlis, weil die haben ja nicht mal Futter. Die haben Hunger. Und ansonsten hier... Oh. Feuerraufe auffüllen. Das können wir noch machen, damit es hier ein bisschen anständiger aussieht. Oh Gott. Aber jetzt ist sie inspiriert. Magie der Freundschaft wegen Nähe zu einem motivierten Pferd. Sunny fühlt sich in der Nähe eines Champion-Pferds zum Erfolg inspiriert. Oh, Lumi ist hier vorbei. Oh. Hä? Wieso klopft sie von innen an? Das ist so merkwürdig. Stella ist zur Schule, Luna ist zur Schule. Ja, und das hier oben ist eigentlich das Zimmer von Sunny und Mathilda. Und hier schläft Lumi. Genau, und das war deren Clubhaus sozusagen. Gott, wir können auch mal unsere Kühe hier sauber machen. Muriel füttern und Muriel putzen. Die Armen. Und Gudrun, die als letztes von den Aliens entführt worden ist. War auch eine tolle Situation. Unsere Alien-Kuh, ganz genau die Alien-Kuh. Ricarda kann sie sehr gerne mögen. Aber wohin geht sie jetzt gerade? Ah, okay. Was ist das jetzt? Was wünscht sie sich? Mit Dustin rumschmusen? Hä? Wir wollen nicht mit Dustin rumschmusen. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ella ist in die Jahre gekommen, armes Ding. Hoffentlich lässt sich der Sensenmann noch ein wenig Zeit. Oh no. Nana ist hier. Chiquita. Oh mein Gott. Rihanna ist da. Oh Gottchen, ja, ich habe unsere ganzen Namen schon wieder vergessen. Henriette, Bella, hier ist Küka Lipa. Annemine. Ja, braune Haaren. Wow. Amazing. Richtig guter Name. Die weiße Henne und braune Henne und schwarze Henne. Ach, das sind alles Jungtiere. Hennifer Lopez ist auch am Start. Sehr schön. Aktion. Beobacht. Aufgaben. Kann ich ihn nicht sauber machen, den Armen? Mitten in der Garten. Oh. Oh. Wir können ihn einmal umarmen. Vielleicht mag er das ja, der Zickbert. Man weiß es nicht. Ja, und hier ist sozusagen der Hofladen von Aurelia. Da haben sie hier immer ihre Sachen verkauft und haben dadurch ihren ganzen Hof finanziert. Können wir hier mit einem Pferd antreten, an Wettbewerb teilnehmen? Oh ja, lass uns das doch mal tun. Was haben wir dann noch nicht gemacht? Alles. Ach stimmt, wir haben ja die ultimative Meisterschaft sogar geschafft gehabt. Komm, das machen wir jetzt. Geht nicht? Keine Pferde auf dem Grundstück. Oh no, wir dürfen nicht. Herzlich willkommen, wenn du bist, so schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut und vielen Dank für dein Follow. Ein Herzchen und ein Küsschen an dich. Ganz herzlich willkommen bei uns. Wir müssen da wohnen. Manu. Naja, bis vor 2 Tagen waren sie fest zusammen. Einerseits hasst sie ihn, andererseits lässt sich die Verliebtheit nicht einfach abschütteln. Stimmt auch. Ein kurzes Hallo aus dem Lernilurk. Wie geht's euch? Gut soweit. Vielleicht denkt sie einfach nur daran, wie schön es war. Ja, es kann sein. Das kann gut sein. Oh Gott. Hier sieht es schon wieder aus. Wer ist krank? Ist es Fifi? Ist Fifi krank? Ich weiß es nicht. Ja.
Aber wie gesagt, Sunny wird sich dann auf jeden Fall in die, ja, unser schöner Hof, zu dem, in den Lost Place wagen sozusagen und ihr Leben alleine versuchen auf die Beine zu stellen. Und ja, wie das aussehen wird, wie Sunny dabei ergehen wird und wie das erste Treffen mit Lumi und Mathilda nach dieser katastrophalen Nachricht war, erfahrt ihr im nächsten Part, würde ich sagen. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr gerne mal live dabei sein wollt, folgt mir gerne auf Twitch. Da heiße ich Seferina, genau wie hier. Einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. I'm gonna ride, I'm ready to be, so come on.